Ich bin der Chef Martin und heute koche ich ein leckeres Gulasch. Wichtig beim Gulasch, wir haben hier 1 Kilo Rindfleisch. Das bedeutet, wir brauchen auch 1 Kilogramm Zwiebeln. Das Öl ist jetzt richtig heiß. Das bedeutet, wir schmeißen als erstes das Fleisch rein. Das Fleisch ist jetzt von allen Seiten gut angebraten. Ich kann jetzt die Zwiebeln dazu schmeißen. Salz, Pfeffer, Knoblauch und ein bisschen Chili auch dazu. Das Fleisch und die Zwiebeln haben jetzt eine schöne Farbe angenommen. Das bedeutet, wir können das Tomatenmark dazu tun. Paprikapulver rein. Und für eine frische Note Zitronenzeste. Man kann das Ganze mit Wasser auffüllen, ich nehme aber lieber alkoholfreies Bier. Wir verschließen den Schnellkochtopf und lassen das jetzt ca. 45 Minuten bis eine Stunde kochen. Wir haben kochende Kartoffeln jetzt richtig schön weich gekocht. Als Beilage zu dem Gulasch machen wir ein schönes Kartoffelpüree. Jetzt tun wir Milch und Butter dazu. Wichtig bei dem Kartoffelpüree, bevor wir das stampfen, muss die Milch schön warm sein. Die Milch ist warm, dann können wir den Püree stampfen. Zum Abschmecken nehmen wir Muskatnuss. Richtig schönes cremiges Kartoffelpüree. Das Gericht ist jetzt fertig. Cremiger Kartoffelpüree mit herzhaftem Gulasch. Viel Spaß beim Nachkochen.